und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Der DAF XD bekommt jetzt hier und jetzt seinen ersten Tuning-Mod aus dem Steam Workshop. Das will ich euch heute hier präsentieren. Wir gucken mal ganz kurz zur Decke-Variante, ob wir schauen, wo und was und wie da die Slots vertreten sind. Hier zum Beispiel ist nichts. Gehen wir bei der Sleeper-Variante. Da haben wir auch nichts. Dann schätze ich mal, wird es nur bei der X oder Sleeper-High-Variante sein. Das schauen wir uns jetzt hier mal an. Oder hier die Slots versteckt sind. Auf irgendwo sind sie nämlich. Steckt das Ganze. Pass mal auf, hier, glaube ich, hier ist es nicht. Nicht hier steht es, hier ist er. So, genau, warte mal, Bitches. Genau, da sind sie auch. Alter, Alter. Chrome oder Black? Black gefällt mir natürlich am besten, hier vorne mit dem Bügel dran. Was mir eigentlich noch besser gefallen hätte, wenn man den Bügel weggelassen hätte. Ne? Optional dann, einfach optional das Ganze. Ne? Weil ich bin jetzt nicht so der Bügel-Fan hiervon, aber gut, er ist jetzt nochmal mit dabei. Punkt. Gut, ihr seht jetzt hier die ganzen Anbauparts. Wir müssen jetzt einfach mal ausprobieren, inwiefern wir hier was anbauen können. Warte mal, das machen wir hier nochmal hin. Ich muss mal die Bügel hier nochmal hinmachen, hier genau, weil ich gucken will, ob es dann hinten auch noch was gibt. Auch hier Seitenverkleidung brauchen wir. So, genau, jetzt gehen wir nochmal rein. Genau, ob hinten am Spoiler auch was ist. Hier zum Beispiel, ob da am Spoiler auch noch was. Eieieiei. Hier brauchen wir dann, glaube ich, nochmal, warte mal, hier, das hier. Aber ich habe jetzt hier, ach ja, genau, die Echo-Leisten. Jetzt sind wir beieinander. Jetzt haben wir beieinander Hümer gezeigt mit blutige Hinegrimpf. So, jetzt könnt ihr jetzt hier anhand der Slots einfach mal anfangen zu basteln, zu schrauben. Ihr seht, wenn ihr Belka Accessorien nutzt, dann seht ihr selber, dann könnt ihr hier natürlich jetzt volle Palette, und ich mache das jetzt auch, ich knall den jetzt voll wie ein wir haben hier schon fast Weihnachten, ein paar Tage noch, deshalb knall ich den jetzt volle Palette voll. Was ich hier an Lampen finde, klebe ich hier in diesem Hobel jetzt ran. Ist mir sowas von Rille. Und geil, ich mache jetzt einfach. Schade, dass die Schilder jetzt hier nicht gehen, dass die hier nicht dabei sind. Ne? Schilder, wir haben ja eigentlich vom Belka Accessoire noch Schilder, die wir dann hier theoretisch rankleben könnten. Aber die sind jetzt hier nicht dabei. Aber es macht nichts, egal. Ich mache jetzt einfach mal so hier. Da noch einen, da oben noch einen und dann hier oben nochmal drei. So, tschak. Da sieht schon mal ganz schnieke aus. Haben wir denn noch ein paar Lampen für vorne? Jetzt pass mal auf, hier im Grill. Grill brauchen wir noch Lampen. Hier brauchen wir. So, geil. Kannst jetzt hier voll ausleben. Wir schauen uns natürlich auch an, ob die Lampen richtig sitzen. Das ist auch immer so ein Thema, wo man sagt, oh, die Lampen passen nicht richtig, weil die sitzen nicht und pipa blub. Ist es dann natürlich immer doof, ne? So, dann diese Side-Marke, die finde ich auch mega, weil die können wir jetzt hier oben schön hier reinkleben. Hier zum Beispiel. Und das auf jeder Seite. Zack. 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 Ne? So, dann haben wir hier. Lampe hier. Lampe da. Was haben wir noch für Lampen? Nehmen wir alles mit. Wir malen die Bude so voll. Wir kleben die jetzt richtig voll. Hier haben wir auch noch. Gut, das sind andere Lampen. Da müssen wir nochmal gucken. Hier haben wir die Seitenpositionsleuchten. Die hätten wir schon. Wobei, die Positionsmarke könnte man auch hier machen. Ne? Die in New 4 LEDs. Hier auch nochmal reinkleben. Alles ranbauen. Alles, was geht. Was geht? Pass mal, was haben wir hier noch für Lampen? Ach, da unten auch noch so zum Einstieg, ne? Die machen wir jetzt aber nicht. Man müsste es natürlich, Belka Accessory nutze ich halt gerne. Da ist halt immer schon ein bisschen was mit am Start, ein bisschen was mit dabei. Aber dann kann man das zum Beispiel so machen hier, das Ganze. Oh nee, das passt gar nicht, das Kennzeichen ist ja doof. Ah, das ist ja doof jetzt. Moment, das müssen wir hier machen. Da sind die Punkte, da sind die richtigen Slots. So, jetzt passt. Genau, jetzt. So, hier oben. Muss man jetzt natürlich gucken, weil wir haben jetzt hier keine. Die sind aber schlecht. Die sind schlecht gesetzt. Das sind aber schlechte Punkte. Was mache ich denn daran? Alter Verwalter, was mache ich denn da für Lampen ran? Hier vielleicht? Das leuchtet nicht nach vorne, es leuchtet eher nach, was weiß ich, nach dem Bukto. Wir haben auch leider keine. Warte mal, hier rundum leuchten. Passt die? Ah, die. Naja, sieht ein bisschen komisch aus, oder? Naja, zur Not geht schon, oder? Wenn sie kräftig festgeklebt sind, geht das schon mal. Also es gehen nicht alle Belka Accessory Sachen hier, wie ihr sehen könnt. Im Screenshot bei ihm im Steam Workshop, ja, da sind alle vorhanden, aber hier geht leider noch nicht alles. Das heißt, für uns zu Hause am Empfangsbolzen, da müssen wir natürlich mal gucken, was können wir hier jetzt hinbauen und was nicht. Da müsst ihr halt dann dementsprechend mal gucken. Müsst ihr ja ein bisschen hier, weiß ich nicht, zurecht friemeln das Ganze. Wo er meint, ja, das könnte passen und das wiederum nicht. Muss man einfach mal schauen. Ich werde jetzt hier auf alle Fälle noch ein paar Lampen anbauen. Hier, warte mal, hier zum Beispiel, unten zum Beispiel. Side-Marker hier unten.
kann man noch hinkleben. Hier wäre es jetzt gut für Angel Mords Aufkleber, ne? Die haben wir jetzt aber nicht. Die sind jetzt hier leider nicht am Start. Also ihr seht, ja, man kann viel anbauen, aber es ist halt noch nicht alles Gold, was glänzt. So sage ich es jetzt einfach mal mit mich. Mal bauen wir die Lampen hier hin. Sieht man die überhaupt? Ach, die sind da drunter. Oh, das ist doof. Hier, dann muss ich die hier hinbauen. Ja, da. Chuck. Anders geht's nicht, sonst sieht es komisch aus. Da sieht man es ja nicht. Hier könnte ich vielleicht noch irgendwelche Double Burner hinkleben. Ja, da fehlen mir jetzt natürlich die passenden Lampen hier oben. Das ist blöd. Ja, müsst ihr selber mal ein bisschen rumfilmen. Ich hab jetzt ein bisschen mehr erwartet. Muss ich ehrlich sein, gerade hier oben, dass ich hier wenigstens normale Lampen anbringen kann hier. Aber die sehen halt dann natürlich doof aus hier. Das seht ihr selber. Guck mal, die leuchten ansonsten nur noch Timbuktu. Und das ist auch schlecht. Ich habe auch keine Spiegellampen jetzt da. Hier Slots wären da gewesen. Also Belgas Sol ist hier noch nicht ganz integriert, so wie es im Steam Workshop ist. Ich hoffe, da kommt noch ein Update hinzu. Da kann man ja auf alle Fälle basteln, basteln, basteln. So, fertig geschraubt am DAF. Also ein paar Kleinigkeiten finde ich soweit ganz gut. Aber mich überzeugt es leider noch nicht, weil noch nicht alles so ganz kompatibel ist, wie es leider im Steam Workshop ja, mit dabei ist. Und ich habe ja hier Belgas Sol und das wird dann hier auch verwendet eigentlich. Aber wird leider noch nicht unterstützt. So, wenn ich nach vorne fahre, ich bremse mal kurz. Also das passt soweit, sieht soweit ganz okay aus. Wir haben es 23 Uhr, check. Ich glaube, wir gesehen haben hier Standlicht, Ablendlicht, so jetzt. Dass es nur mal sieht, wie ich es jetzt hier sporadisch angebaut habe. Klar, man hätte es noch mehr machen können, aber mir fehlen jetzt hier halt, wie gesagt, die Anbauparts, die richtigen. Dann wäre es immer richtig cool gewesen. Auch hier diese Slots hier oben an der Seite finde ich mega. Da kann man sich ganz schön ausleben hier, ne, das Ganze. Und natürlich hinten dann am Spoiler. Das gefällt mir auch ganz gut mit den roten Lampen. Coole Sache, oder? Mir gefällt's. Zumindest ist schon mal ein Anfang dafür, was es jetzt hier so gibt. Gerade für den DAF XD gibt es ja noch offiziell keinen Tuning-Mod. Deshalb kann man das jetzt auf alle Fälle mal so soweit erstmal nutzen. Gut, wenn ihr Fragen habt zu dem Mod, dürft ihr das gerne machen, einfach kommentieren, entweder hier oder im Steam Workshop, da ist der Mod hier, Link dazu in der Beschreibung, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich viel Spaß mit dem DAF XD Tuning Mod. In diesem Sinne, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.